Braggy ist zurück. Mit der Dash Pro legt der deutsche Hersteller seine Premium-Kopfhörer neu auf und verspricht, dass alles, was bisher kritisiert wurde, nun besser geworden ist. Schauen wir mal nach. Wenn ich joggen gehe, verwende ich bis heute noch meinen iPod und die EarPods. Smartphones sind mir zu groß, aber beschallt werden möchte ich trotzdem. Als ich das erste Mal vom Dash Original hörte, sprach mich folglich vor allem der interne Speicher der Kopfhörer an. Beim The Dash Pro stehen wieder satte 4 GB interner Speicher zur Verfügung. Genug also für einige Hörspiele und Musik. Die Datenübertragung geht zwar etwas schleichend über die Bühne, aber das ist wohl der Übertragungsart geschuldet. Statt nur 3 Stunden Laufzeit erreichte Dash Pro nun fast 5. Da ich die Kopfhörer beim Charging Case transportiere, habe ich dieses Maximum noch nicht ausgereizt. Fährt man dann doch mal sehr viel länger Zug oder Fernbus, sollte man sich eventuell Backup-Kopfhörer mitnehmen. Leider sitzt Braggy beim Charging Case immer noch auf Micro-USB. In Sachen Sound bleibt sich Braggy treu. Egal ob ich Serien schaue, Musik höre oder Hörspielen lausche, alles hört sich mit The Dash Pro gut an. Ich bin gewiss kein Audioprofi, sondern berichte eher aus der Anwendersicht. Ich hatte bisher noch nicht das Bedürfnis, auf andere Kopfhörer auszuweichen. Nett ist auch die Reduzierung der Umgebungsgeräusche, wenn man die Dashs beide in den Ohren hat. Als Headset funktioniert The Dash Pro gut. Ich verstehe mein Gegenüber und jenes muss auch nicht nachfragen, was ich gerade gesagt habe. Einige, aber nicht alle Apps können The Dash Pro als Mikrofon verwenden. Ich rede zum Beispiel gerade über das Mikrofon von The Dash Pro zu euch. Den Ton würde ich mit einer 3- bewerten. Ob man den jetzt wirklich zum Beispiel für Vlogs verwenden will, ich weiß es nicht. Ich würde eher davon absehen. Später werde ich nochmal darauf eingehen, dass Braggy daran gefeilt hat, dass die Bluetooth-Connection besser ist. Das merkt man auch daran, dass ich mich wirklich ein Stück entfernen kann und mir mich immer noch gut hört. Wir gucken mal, wie weit ich mich wirklich entfernen kann, in der Hoffnung, dass ich nicht gegen irgendwas laufe. Und vor allem, dass ihr mich immer noch versteht. Ich bin jetzt schon ein bisschen weit weg, bald am Ende des Gartens, bin sowieso nicht gefallen und im besten Fall ist der Ton auch noch lang. Weiter kann ich nicht mehr. Zum Glück dachte ich da, das heißt, sollte die Verbindung weg gewesen sein, dann kommt sie hoffentlich jetzt bald wieder und ihr hört mich wieder und habt euch vielleicht gefragt, was ich da drüben gemacht habe. Aber im Endeffekt war es nur ein Soundtest. Hat Braggy bestanden? Die Dash Pro Earpieces sitzen einmal ins Ohr gesteckt fest in jenem und bleiben dort auch sicher. Bisher hatte ich nicht einmal das Gefühl, die einzelnen Kopfhörer aus meinen Ohren zu verlieren. Auch wenn man in Bewegung ist, beispielsweise auf dem Sportplatz, bleibt The Dash an Ort und Stelle. The Dash Pro sitzt angenehm in den Ohren. Somit habe ich kein Problem, sie längerfristig zu nutzen, sei es jetzt in Verbindung mit dem PC, dem Smartphone oder über den internen Speicher. Die Touch-Steuerung braucht, gerade für Neulinge, etwas Eingewöhnung. Wenn man sich aber mal dran gewöhnt hat, wo was sitzt und welche Geste zum Beispiel für die Lautstärke zuständig ist, klappt die Bedienung im Alltag eigentlich ganz gut. Ein großer Schwachpunkt der Original-Dash war sicherlich die lose Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Kopfhörer. Erfreulicherweise wurde das Bluetooth-System bei The Dash Pro komplett überarbeitet und so reißt die Verbindung nicht mehr dauernd ab. Während im Zug einen Film schauen zwar schon zuvor kein Problem war, bleibt die Connection nun auch bestehen, wenn man sein Handy in der Tasche mitführt. Die Verbindung der beiden Earpieces stellt im MP3-Player-Mode kein Problem dar. Das war ich aber bereits vom Vorgänger gewöhnt. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn die Kopfhörer etwas mehr als 1 Meter wasserdicht wären, sodass sie auch mal aus dem Ohr fallen können, ohne dass man sich Sorgen um die Earpieces machen muss. The Dash Pro ist ein sehr smarter Bluetooth-Kopfhörer. Auf Wunsch kann er eure Fitnessdaten tracken, was auch die Herzrate mit einschließt. Aber Hand aufs Herz. Die meisten Nutzer dürften hierfür bereits eine Smartwatch im Haus haben. Viele Extra-Features von The Dash Pro werden die meisten Nutzer in meinen Augen gar nicht erst sehen. Und wenn doch, werden diese wahrscheinlich mit der Zeit vergessen. Kabellose Kopfhörer sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Jeder Hersteller hat ein eigenes Paar im Angebot. Braggy stach allerdings mit seinen Features bisher immer hervor, auch wenn man mitunter mit Kompromissen leben musste. Anders als bei der Headphone machte Dash Pro alles, was The Dash gemacht hat, nur besser. Die Verbesserungen sind im Alltag deutlich spürbar und lassen zumindest bei mir keine großen Wünsche übrig. Sieht man mal von den 1-2 Kritikpunkten ab, sind die The Dash Pro meine neuen Lieblingskopfhörer. Aber Achtung! Beim Warenkorb sollte man besser die Augen zumachen. Satte 349 Euro kosten die Kopfhörer, wer sie intensiv nutzen möchte, zum Beispiel beim Workout, dürfte aber darüber hinwegsehen können. Ihr habt noch Fragen zu den Kopfhörern? Dann schreibt sie in die Kommentare. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.